Heute ist Bessos Hochzeitstag. Was für ein Tag. Was für eine Verschwendung. Und ich bin gezwungen, daran teilzunehmen, da Besso meine Dietrich nach einem schlechten Manöver repariert hat. Und weil schlechte Nachrichten nie in kleinen Dosen kommen, wählte Besso mich als seinen besten Mann. Und jetzt bin ich gezwungen, dort zu stehen und die Ringe bis zum Ende der Zeremonie in der Hand zu halten. Unter ihren Familienmitgliedern und Freunden, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber so sehr es mir auch widerstrebt, ich muss es tun. Besso ist ein nützlicher Kerl, gerade wenn ich seine Hilfe brauche. Ich darf das einfach nicht vermasseln. Ich muss einfach allein in einer dunklen Ecke bleiben und warte auf den Beginn und das Ende der Hochzeit. In der Hoffnung, dass niemand zu mir kommt und mit mir spricht, um den Tag schlimmer zu machen, als er jetzt schon ist. Half-Acid Wedding. Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission im Style von den 48 Contest, also in 48 Stunden die Mission durchgespielt. In 48 Stunden die Mission fertiggestellt. Und wir sind auf Bessos Hochzeit eingeladen. Schauen wir mal, was mich da erwartet. Die scheint auf jeden Fall etwas größer zu sein als... I'm ready for the ceremony. It will start in a few hours. Garrett, you're the best man here. Please, this is my wedding. I know that you don't like such ceremonies, but please, 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 no thievery, violence, provocations, or anything else that could ruin my marriage with cops, or something else. You didn't even bring any nice clothes, as all best men should. So, at least be good. As you wish, Basil. At least until the end. I do it because you repel my lock picks. But trust me, next time you get married, find another best man, okay? Okay. Also, wir dürfen kein Unfug anstellen. Get in place and wait for the ceremony to start. Okay. This is so boring. I hope the ceremony ends quickly. Warte mal. Machen wir mal einen kleinen Screenshot. Das sieht übrigens cool aus mit dieser riesen Typ in der kleinen Wache da. So. Was war das für ein Geräusch? Was? Hab ich jetzt schon Unfug angestellt? Nee, oder? Oh, ein Hammerit. Ein betrunkener Hammerit. This lovely blessing of the builder and put it to good use. Yes, of course. Was soll ich taken? Den Segen. Ach so, verstehe. Okay. Okay. Ah. Damn. Neue Aufträge. Basil would be furious. Must go to the sewers and find them before the wedding begins. You lost the wedding ring. Find it quickly. Oh. Was? Ich habe die bei mir gehabt und habe sie verloren. Wieso? Wie konnte ich nur? Okay, wir müssen in die Sewers rein. Halt, vielleicht gehen ja hier hinten. Das Ich habe doch nur die Tür geöffnet. Ach, hier habe ich gespeichert. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann... Bing, bing. Damn. Verloren. The rings. Basil would be furious. Let's go to the sewers and find them before the wedding begins. Ich habe keine. Oh, kann man hier die Musik eigentlich anspielen? Luggage. Sieht ja schick aus. Was ist das? Was war das für ein Laut? Die drehen ganz schön ab. Aber wo komme ich denn die Sewers rein? Darf ich mal bitte hier durch? Hallo? Danke. Ah, hier. Na, dann kriechen wir nochmal schön in die Schächte. Oh, schöne Musik. Nee, hier so nicht. Good little stuff. A new present for our goddess. That guy is weird. I should follow him and fast before he escapes. Ach, der hat den Ring gefunden. Who's here? Ah, ich kann ihn nicht beklauen. Noch nicht. Die Lache.
entire world should be as. Nothing good these times. May our god be sent for him. Wer zum Teufel ist das? Okay, damit man sich hier nicht verläuft, soll man ihn hinterher tackeln. Was? Regenbogenkinder? Ach, da hinten ist ein kleiner Bereich. Ich denke mal, das wird sein Gebiet sein. Kann ich hier nicht irgendwie hin? Strange caves. Who's here? Was zum Teufel ist denn das hier? Ich sehe gar nichts mehr hier. Was zum Teufel, wo bin ich? Oh! Oh, ist das schon mein Abspann? Oh mein Gott. Oh. Ich kann... bin ich gelandet. Oh Gott. You lost the wedding ring. What a strange world. Explore it to learn what it is and how to leave it. By the way, since you're not supposed to steal anything during the wedding. Okay, 2000 Loot sammeln. These inhabitants are seriously dangerous. To avoid problems, do not kill anybody. Ich habe überhaupt keine Waffen. You aren't unarmed. Try to find the sword in Blackjack and defend yourself. Ja, toll, ich soll mich selbst verteidigen, aber soll niemanden töten. Find a map and this tribe seems to be dangerous. Try to get some information about their plans. You could alert the keepers and you're back in your world. Oh, da stand irgendwas mit Boring. Boring. Er sagt, die Hochzeit war so langweilig. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist so seltsam. Ich hatte erst gedacht, das wird ziemlich langweilig, aber jetzt... Okay, also wir müssen sehr viele Sachen finden. Karte, Ring, Loot und Informationen. Und natürlich eine Waffe. Hey, da hinten ist jemand. Hey, wer sind die Leute da? Was ist das? Our world is now nowhere and nothing. A place to prepare. A warrior to find safety. No end, no beginning. We live here waiting for our revenge. Curse the Leadlanders. Das könnte von den Kurschok sein. Das sind die Vertriebenen. Auf jeden Fall kriegt man hier Loot. Ein bisschen ruckelt's gerade. Das muss ja auch wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so umfangreich wird, die Mission. Okay. Wir schauen uns erstmal um. Eine Karte wäre wirklich hilfreich. Oh, was haben wir denn hier? Nichts. Stimmt, unser Lockpicks haben wir ja nicht. So, unsere Rainbow Zone. Oh, das klingt gar nicht gut. Ah, Breitkopfpfeile. Nichts Interessantes. Neues Makers. Moospfeile. Sicherlich noch irgendwann interessant.
Warum stehen die alle mit den Gesichtern zu den Typen? So als wäre das eine Versammlung. Deswegen die Lichter, weil es die Regenbogenfarben symbolisieren. Eine Karotte, aber die sieht auch sehr anders aus. Das ist eine ganz andere Welt, wo wir hier gelandet sind. Na gut, dann wollen wir uns mal dazu mischen. Must not be seen. These guys don't look friendly. Brauch mehrere Schlüssel. The world will be ours, and all your fathers and mothers who've been banned shall see their children in the world that they owned. Alas, a sneaky human has followed me and has infiltrated our world. Beware, he could be dangerous. A Nongrimbus child is evil and threatened. Find him if you want, catch him if you can, but you must not escape from here alive. May the Mother Rainbow protect us. Oh shit. Okay, der weiß, dass ich schon hier bin. Und jetzt wissen es die anderen auch. Und damit beginnt es. Hallo, hübsche Dame. Ich habe keine Ahnung, wie die abgehen. Ich würde jetzt meinen, dass es Zivilistin ist. Kristalle. Ah ne, das ist Brot gewesen. Wow. Oh, der hat einen anderen Voice. Ach so, der kann schießen. Hä? Schieß nochmal. Du musst mich auch mal treffen. Hä? Ich glaube, die ist kaputt. Tja, ich esse mal euer komisches Brot. Oder eine Gurke. Das könnte eine Gurke darstellen. Gibt es hier auch einen alternativen Käse? Oh, einen Knüppel. Erstmal schön ins Gesicht. Okay, ich lade nochmal. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, die hier rumschießen. Oh. Was geht denn hier ab? Okay, hier ist besser. Also wir müssen uns auf jeden Fall... also wir könnten sie K.O. schlagen. Teilweise funktionieren die Wachen nicht richtig. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Moospfeiler, die werde ich bestimmt benötigen. Was ist das? Noch eine Nachricht? Is this a wood or iron? Verstehe, also das alles, was ich hier sehe, ist nicht von dieser Welt, sondern das ist geklaut von der anderen Welt. Okay. Wir gehen mal hier lang. Ach, hier waren wir ja schon mal. Oder? Das Gitter kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, hier waren wir noch nicht. Noch ein Buch. Strax or the Rainbow's Children. Ach so, man kann... Oh, ich hätte hier vorhin auch blättern können. Das ist ja ein bisschen kaputt. Alter Schwede.
Okay, das ist sehr viel Geschichte für das Ganze. Da hat sich jemand wirklich... Was? Karadin hat auch was damit zu tun? Da hat sich jemand ganz schön viel ausgedacht. Und The Landers, das ist die Welt, wo wir herkommen. Also... Erdlinge. So richtig außerirdisch, das Ganze hier. Oh. Wieder eine Gurke. Die haben Kristalle. So, dann schauen wir mal, ob ich irgendwie die Dinger hier öffnen kann. Das sieht aus wie ein Fluchtweg. Breitkopfpfeile. Welcome in the... Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Schlimm. Okay. Ah, verstehe schon. Also, das ist wirklich eine kleine Gruppierung. So, wir haben eine Map gefunden. Oi. Okay. Wir sind hier reingekommen. Haben diese zwei Sachen schon durch. Die Karte ist ja für die Wache. So, hier wollte ich reingehen, aber hier ist ja noch zu. Hier waren wir schon drinne. Glaube ich. Oder sind wir hier reingekommen? Ne, wir sind hier reingekommen und dann sind wir hier an den Tempel vorbei. Hier war dieses Schwimmbad. Hier ist noch der Hauptbereich. Oh, ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Der hängt voll in die Wand. In der Wand. So. Ah, wir haben schon ziemlich viel Gold zusammen. Oh, oh. Schattenmodus. Boop. Hey, der hat voll die... Die sind voll farbig im Gesicht. Warte mal, hier kommt man rein. Und da hat man links und rechts was. Das ist das hier. Und das sind zwei Räume. Warum? Zwei Räume? Warte mal, ich muss mal gucken. Habe ich beide Räume eigentlich durch? Ich gucke mal. Das war der linke Raum. Den hatten wir noch gar nicht. Ah, Scouting Orb. Ne, den brauche ich nicht. Noch ein Buch. Die sind fasziniert und gleichzeitig angeekelt von dem Zeug, was die bei uns finden. Ach, und da ist das Schwert. Damit haben wir ein nächstes... Oh, zwei Ziele schon erreicht von den optionalen Sachen. Jetzt brauchen wir noch Informationen über die Welt, aber die finden wir eigentlich schon. Also ich habe eigentlich schon ziemlich viel Informationen gefunden. Stellen Sie eine Gefahr dar? Ja, Sie stellen eine Gefahr dar. Wenn Sie nämlich noch mehr Technologie klauen von oben... Und sie haben ja schon Waffen geklaut, dann können die ein richtiges Problem sein. So, warte mal, jetzt können wir hier lang gehen, dann kommen wir hier in diesen Tempelbereich. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Von hier aus könnten wir wieder in die große Halle zurück. Wir standen ja hier davor. Nee, halt, warte mal, in die zwei Räume sind wir gar nicht hineingekommen. Wir kamen bis hierher und hier kamen wir nicht weiter. Das heißt, hier müssen wir noch rein. So, das sieht aus wie Fliesen. Ja, das sind Fliesen. Das ist... Was ist das? Ist das was? Das ist kein Pool, das ist... Schimmert so cool. Was ist das da hinten? Ist das ein Strahl des Todes? Was steht denn da? Eine Treppe. Das
Das ist eine Treppe. Das ist eine Treppe. Haben wir noch eine andere Etage? Nee. Stupid Länder, sagst du zu mir? Ich darf dich ja nicht töten. Hey, du funktionierst nicht, mein Freund. Ah, hier haben wir mehrere Farben. Was das wohl bedeutet? Rainbow Smelt, Crush and Mix. Your colors are brightest of the light. Was ist in the wind, powerful is your husband. Doch mal die Klappe da drüben. Rainbow Mother, I call you aid. Ah! It's time to live. Jetzt habe ich diesen blöden Ring gefunden, der ist hier drinnen gewesen. Hat der irgendwas bei sich? Nee. Und hier geht die Treppe wieder runter. Verstehe. Okay. Okay, wir haben hier mehrere Räume. Hier ist grün. Blau. Oh, was ist denn da los? Ach, das geht jetzt in die große Halle. Ich will einen Pfeil haben. Okay. Wir könnten jetzt in die große Halle zurück oder hier rüber und dann hoch den Ring holen. Ich würde sagen, wir holen uns den Ring. Oh. Achso, ich kann hier ganz normal drauf laufen. Okay. Das läuft immer ziemlich schnell. Oh, das ist unser Freund. Na komm, geh doch. So, wenn der jetzt in den Raum reingeht, können wir schnell den Ring holen. It's time to live. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie das Rätsel hier funktioniert. Aber wir haben ja schon. Wir haben fast alles, was wir brauchen. Loot sind wir knapp davor. Wir müssen sie noch verlassen, ist klar. Niemanden töten und die Informationen können wir noch sammeln. Also Informationen sammeln und abhauen. Das Loot, das denke ich mal von ganz alleine. So, jetzt müssen wir den irgendwie hinterher schleichen, ohne dass der uns mitbekommt. Ach gut, wenn der komische Typi, ich glaube, es ist der Anführer oder einer der Anführer, hier ist, dann haben wir keine Probleme. Aber er sieht für mich nicht bewaffnet aus. Vielleicht auch nur Magie. Und jetzt gehen wir Richtung große Halle. Hey, ist ja gar keiner. Wo sind sie alle hin? Das sieht so riesig aus, Moment. Nochmal ein Bildchen davon gemacht. So, was ist das hier? Oh, ein Teleporter. Okay. Hallo? Und hier jemand? Warte mal, Teleporter. Ah, verstehe. Das ist der Bereich, wo wir uns hin teleportiert haben.
Vielleicht finden wir hier ein paar nützliche Informationen. Okay. Okay, die wollen auf jeden Fall einen Krieg anfangen. Und irgendwelche Monster beschwören. Regenbogenmonster? Warum muss ich da gerade an Einhörner denken? Oh Gott, eine Armee aus Einhörnern. Ich habe so das Gefühl, dass mich hier irgendwas erwartet. Rainbow Zone Key. Die Rainbow Zone haben wir ja gesehen. Rainbow Zone, ist das nicht irgendwie eine Mission aus Sonic the Hedgehog? Was ist das hier eigentlich? Was steht da? Pextus? Was heißt das? Wie kam hier rein? Strax Great Den. Wir sind jetzt hier. Achso, das sind die oberen Ebenen gewesen. Jeweils ein Altar. Vier Altare. Vier Altäre, besser gesagt. Und dazu jeweils eine andere Farbe. Ich komme noch dahinter. Hopp. Richtig bizarr, die Mission. Oh Gott. Was ist das hier? Warte mal. Great Hall. Halt, nee, halt, 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 halt. Das war nicht das, was wir gesehen haben. Das, was wir gesehen... Oh Gott. Schnell. Okay, hier bin ich erstmal safe. Rainbow Zones. Hier habe ich die ganzen Zonen, aber was bringt mir das? Das kann ich ja jetzt hier abschließen. Hier muss ich noch hin zu den zwei Dingern. Wow. Indigo Zone. Must acquire the spectrum will destroy all enemies. Never enter if you will you live. Okay, hier sind irgendwelche Wesen. Okay, ich höre sie schon. Ich sehe sie schon. Okay, okay, okay. Ich renne lieber um mein Leben. Aber was finde ich hier? Ist hier einer dieser wichtigen Schlüssel vielleicht, die für dieses große Tor nötig ist? Dieser Exit? Oh Gott, Sackgasse? Das ist nicht gut. Oh ja, wie ich es mir dachte. Okay, und jetzt müssen wir hier raus. Speichern. Ich verstehe. So, hier sind wir reingekommen. Ich verstehe. Also müssen wir jetzt pro Zone einen Schlüssel finden, um das Tor zu öffnen. Und jede Zone hat so sein eigenes Element. Nur, dass die halt keine richtigen Elemente haben, sondern Farben. So, das war Indigo. Das nächste sieht aber für mich auch aus wie Indigo. Oder wird das hier als Purple genommen? Das ist Red, Orange, Yellow, Green und... Was ist das hier? Broken? Warte mal, kann ich nochmal in die Halle gehen, um es besser zu sehen? Ne, man sieht es gar nicht so richtig. Gerade wurde nicht richtig schön übernommen. Das hier sieht nämlich auch nach demselben Farbschema aus. Was steht da? Purple, da wird Purple gesagt. It will burn your flesh like the red, but in life's time... Who is the master here? Because all will suffer in the world. Purple Spectrum. Ja, okay. Ich gehe ja schon. Oh.
Alter. Die sehen ja richtig gruselig aus. Hey, ich durfte den ausschalten. Wow, diese Animation. Seid ihr aggressiv oder so? Oder seid ihr nur billig? Alter. Irgendwie sind die eklig. Aber anscheinend tun die einen nichts. Fuck. Da war ja ein Loch. Das hab ich gar nicht gesehen. Okay. Nochmal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das war gar nicht so schwer. Oh. Der Typ dreht sich um. Was bedeutet das jetzt? Okay, wir sind hier fertig. Was auch immer das gerade bedeutet hat, es war ja ein bisschen seltsam. Okay. Also für Leute, die Farben mögen, ist das hier ein Traum. Für mich ist das gerade echt Augenkrebs. So, Red. Jetzt kommen wir zu Rot. Red Zone, Fire of the Light. May your course burn if you attempt to reach the balance of the Red Spectrum. Ah. Ich werde mich bemühen. Okay, hier haben wir wieder Gegner. Ich kann hier springen, das ist schon mal gut. Okay, hier bin ich auch ein bisschen getarnt. Was die wohl tun, wenn die einen sehen? Okay, er sieht mich. Wow! Okay. Wow, der Ladebildschirm jetzt nachträglich zu sehen ist schon... So, dann haben wir den nächsten Schlüssel. Das war einfach. Tja, habt ihr nicht mehr zu bieten? Für einen Meister für mich? So, was haben wir jetzt? Das müsste jetzt Yellow sein und dann kommt Orange. Nee, das ist Orange, das ist Yellow. Das ist Blue. Und das ist Green. Oder Türkis, würde ich sogar sagen. Ja, mehr haben wir nicht. Also wir haben noch... drei Türen. Vier Türen. Okay, vier Türen, vier Abenteuer. Aber ich muss sagen, für 48 Stunden ist diese Mission echt gut gelungen. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel Info hier so viel Sachen finde. Also viel noch passiert. Wow. Run? Ich glaube, die drehen durch, sobald ich hier den Schlüssel nehme. Oh ne, die drehen jetzt schon durch. Okay. Hallo. Ich hätte mal lesen sollen, was mich hier erwartet. Fear the Orange Spectrum. It looks harmless, but any trouble is the domain cost many lives. Do not waste your time. Flee. Okay, das ist wirklich, wie ich es gesagt habe, run. Musst du rennen um dein Leben. Verschwende dort keine Zeit. Und wir waren ja die ganze Zeit im Hellen, also wir konnten da gar nichts machen. Ich sollte hier öfters mal nach Loot gucken, ob hier noch was auf dem Boden liegt und so. So, was haben wir jetzt so Feines? Yellowstone. Not the worst spectrum, but a science is unerring. No one will escape because shadows are forgotten here. Der scheint doch fast genauso zu sein. Naja, wir haben keine Schatten hier. Das ist... Oh, hi.
Gott. Jetzt habe ich mich erschreckt. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey, dein Rücken sieht zerkratzt aus. Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh Gott, raus hier. Oh. Okay. Das hat mir eine Flashbomb gekostet. Ein Glück, dass wir diese Dinger haben. Gut. Zwei Türen noch. Der Rücken sieht zerkratzt aus, ja? Ein wenig. So. As the plants and the moss of the railroad, the green spectrum may spy you in a hidden place. Do not enter or die is your only choice. Also das ist ein... Hier sollen die Pflanzen aus der Oberwelt regieren. Ich sehe sie nicht. Ah, sie sind Schatten. Okay, okay. Okay. Oh Gott! Oh, meine Nasenbein. Oh Gott, da ist er schon. Oh, sehr schnell. Okay. Den hätte ich aber auch gar nicht ausweichen können. Oh, okay. Ein Schlüssel noch. Der hat sich der Landschaft richtig gut angepasst gehabt. Blau. Das könnte was mit Wasser zu tun haben. Aber vielleicht hänge ich da sehr, sehr weit daneben. Wie viel Loot haben wir eigentlich jetzt? Naja, 1,6. Das ist nicht mehr viel, was fehlt. Color of the Frost. When you, the sun is absent, beware whatever enters the blue spectrum will be frozen for eternity. Okay, ein wenig Dunkelheit haben wir hier. Frostig. Oh shit. Okay. Also wir können nicht. Die sind nicht so blind. Sie sind schon ein bisschen aufmerksamer. Es hat funktioniert. Ha, ich bin wirklich geschickt. Ein Meister meines Faches. Sie haben mich nicht mitbekommen. Also nur mitbekommen, aber sie haben mich nicht gesehen. Nee, die haben was gemerkt. Nicht mal mitbekommen. Gemerkt haben sie was. Gut, damit haben wir alle Türen erledigt und können dieses Gebiet hier verlassen. Vielleicht ist das sogar jetzt der S... Das ist vielleicht wirklich unser Escape-Bereich, ne? Obwohl hier Exit steht. Also ist hier irgendwas noch. Schauen wir mal. So, und hier haben wir noch zwei Räume, die ich noch nicht erkundet habe. Okay. Auch wieder so eine Art Kaserne oder Schlafräumlichkeit. Hier ist wieder ein Bogenschütze. Ach, der geht schon weg. Der hat auch noch was, weiß ich. Noch ein Taschendiebstahl. Oh Gott.
Okay, es hat geklappt. Ein Feuerpfeil. So, aber eine Sache will ich noch machen. Wir haben ja ein Buch gefunden, wo ich vergessen habe zu blättern. So, das scheint hier das Ding zu sein, was ich am Ende öffnen muss. Das kann ich ja schon mal machen. Green. Hier. Blue. Das ist Indigo. Orange. Das ist Yellow. Nee, Red ist das. Red ist das. Purple. Orange. Yellow. So, ich guck nochmal nach dem Buch. Weil es kann sein, dass dort die Information drin ist, die ich brauche. Hier war sie nicht. Hier sind wir reingekommen. Hier war kein Buch, oder? Nein, hier war kein Buch. Also die Pilze haben alle so eine andere Farbe. Das ist nicht cool. Eieiei. Ich muss aufpassen. Ich sollte nicht zu sehr spielen. Hier. Das Buch. Nee. Schade. Ich dachte, das konnte man blättern. Das andere konnte man nur blättern. Gut, dann können wir jetzt hier runter. Und schauen wir mal, was mich jetzt hier erwartet. Ich speichere nochmal lieber ab. Oh. Was ist das? Wow. Ein Teleporter, ein Fahrstuhl. It was just a dream. Wait for the weddings and follow the crow to finally leave this terrible place. Ich bin gestorben. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Es war nur ein Traum. Ah, ich habe nicht alle Ziele erreicht. Ich guck noch mal, ob das... Das war bestimmt nicht gedacht, dass ich jetzt sterbe. Ich bewege mich nicht. May they lift one another until death do them part. Okay, take it. Ladies and gentlemen, welcome in my that church place that you're in. We are gathered here today to celebrate a marriage. A marriage between these two wonderful beings. Basho and Genevieve. Basho and Genevieve. May the Master Boulder bless these two in untitled unholy matrimony. May they live happily with one another. And forever and ever, if the Builder finds a nice place in his kingdom for everyone and live happily ever after. Die Animation. Da, der Hund fällt um. Oh. Sieht ein bisschen skurril aus, aber sowas zu sehen bei Steve ist schon wirklich selten. Tja. Also, nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Und ich würde mich jetzt gerne bewegen können. Ja. Äh.
Oh, doch, jetzt kann ich. Ach, jetzt übe ich die Kamera. Auftrag erledigt. Da war der Typ. Habt ihr das gesehen? Da war noch der Typ am Ende. Da war dieser Kleine mit dem blöden Gelache. Aber wir haben... Aber wir haben die Beute nicht zusammengekriegt. Das ist schade. Aber letztendlich war das nur ein Traum. Und es war nicht nötig, das zu machen. Es war nicht nötig zu stehen. Echt cool gemacht. Also gut, es hatte hier und da kleine Bugs. Und ich denke mal, gerade weil sie halt nicht hundertprozentig fertig ist, war sie schon ziemlich... Also spielbar, auf jeden Fall spielbar. Oh, echt gute Mission, also hätte ich nicht gedacht. Also ich bin total, bin ein bisschen geflasht. Also muss ich sagen, es hat echt gut gemacht. Und das in 2 Tagen. Also wirklich in 2 Tagen sowas auf die Beine stellen. Also das ist, bin bis jetzt wirklich begeistert von dieser Mission. Vielleicht wird das sogar meine Lieblingsmission vom 48 Contest. Also, ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Könnt ihr mir sagen, ob ich irgendwas übersehen habe oder ob es noch was gibt. Wer Lust auf die Mission hat, ladet es euch runter. Download-Link habe ich wie immer in der Beschreibung. Könnt ihr selber spielen. Und wir sehen uns dann in einer anderen C-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.